Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Starfield. In den letzten Folgen haben wir uns hier meine Traumimmobilie angeguckt und die Nachbarschaft kennengelernt. Und ich war gerade beim Laden des Spielstandes ein bisschen irritiert, weil da eine Warnung stand, der Spielstand greift auf Objekte zu, die nicht mehr vorhanden sind, wollen sie trotzdem fortsetzen. Da war ich mehr als irritiert, musste erstmal einen Moment nachdenken, habe es dann aber trotzdem gemacht, was auch immer hier vielleicht für Objekte fehlen. Ich weiß es nicht. So, ich packe hier mal was in den Antrieb. Ich will mal gucken, was das hier für eine Station ist, die hier fliegt. Ob wir da vielleicht andocken können. So, ein bisschen was auf den Antrieb. Nein, nicht aufstehen. Oh. So, bitte wieder hinsetzen. So, ich drehe mal ein bisschen auf. Vielleicht müsste ich auch ein bisschen mehr Energie auf den Antrieb legen. Könnte ich ja eigentlich machen. So, und schon geht das alles hier ein bisschen schneller. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß noch nicht, ob wir da andocken können. Aber das ist mir jetzt schon das ein ums andere Mal ins Auge gefallen. Vielleicht ist das aber auch irgendwie nur ein Satellit oder irgendwas. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Lass uns mal dran vorbeifliegen. Gucken wir uns das Objekt mal von der anderen Seite an. Ja, es ist markiert aber irgendein Punkt, oder? Dass wir nicht dagegen fliegen. Ich schalte mal auf die Außenansicht kurz. Und da sehe ich die Konstruktion aber nicht so gut. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Okay, so sieht das von der anderen Seite aus. Irgendwie nicht so, als könnten wir da reinfliegen. Oder andocken oder so. Aber es wird hier als ein Zielpunkt angezeigt. So ein bisschen. Kann ich da durchfliegen? Jawohl. Einmal unfallfrei durch, ab in die Sonne. So, ich verlangsame mal ein bisschen. So, und jetzt müssten wir mal im Logbuch gucken. Also wir haben ja hier verschiedene Missionen zur Auswahl. Das sind die Hauptmissionen. Also die Rückkehr nach Vectera. Argus Extractor stellt den Betrieb auf Vectera ein. Allerdings hat man von Brad nichts mehr gehört. Ich muss dorthin herausfinden, was geschehen ist. Also zurück zu den Anfängen, die ja nun auch noch nicht so lange her sind, oder ins Unbekannte, für Sarah zum Auge begeben, einem Orbit um Jameson befindlichen Sternenstation der Constellation. Ich muss mich mit Wladimir treffen, um mehr über das Finden von Artefakten und so weiter herauszufinden. Das scheint mir gerade sehr interessant. Dann das leere Nest. Sarah Morgan will, dass ich mich einer Expedition anschließe, die von einem anderen Constellation-Mitglied namens Sam Coe geleitet wird. Wir begeben uns ins Freestar-Collective-Gebiet. Was mir wichtig ist, ist, dass wir uns, egal wie wir hier weiter in der Story machen und wie lange wir noch spielen, so die großen handgeklöppelten Gegenden nochmal angucken, wie zum Beispiel die Westernstadt, will ich sie mal nennen, oder Neon City, so eine Stadt im Cyberpunk-Style, da habe ich auch richtig Bock drauf. Okay, ich will mich zum Auge begeben, sprich mit Wladimir. So, im Orbit um Jameson ist das. So, im Orbit um Jameson. Habe ich irgendeine Suche, wo ich das eingeben kann? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich bin ja jetzt auch hier ganz woanders. So, der Questmarker. Hier, Alpha Centauri ist es. Ja, oder ob wir vielleicht mal irgendeinen Planeten besuchen. Irgendwas, irgendeinen leeren Planeten und da einfach mal landen. Hätte ich auch mal Bock drauf zu gucken, was dann da prozedural so generiert wird. So, ich möchte nach Alpha Centauri. Kurs festlegen und Sprung.
Was wahrscheinlich nicht geht, weil wir nichts im Graph-Antrieb haben. Aber jetzt. Bereit machen zum Sprung. Und Energie. Graph-Antrieb fährt herunter. Systeme okay. Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Mach das. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Wird das hier wahrscheinlich das Auge sein, oder? Kann ich das so hinfliegen? Oder brauche ich dann ewig, bis ich da bin, oder? Wir sind so weit weg, dass nicht mal der Abstand angezeigt wird. So, kommen wir da über die Schnellreise weiterhin hier, ne? Warte mal, lass mal gucken. Die Loge, wo ist denn das Auge? Sehe ich das hier irgendwo im Orbit? Na, mich zeigen. Wo bin ich? Hier, das Auge. Reisen. Also scheint irgendwo im tieferen Orbit des Planeten zu liegen. Ich bin gespannt. Angenommen, ich kann da so andocken wie bei den Schiffen und Stationen, wo ich bisher gewesen bin. Ganz gut, dass es in dem Spiel auch Raumstationen gibt. Das Auge, ja, wahrscheinlich ist es einfach nur ein etwas größerer Beobachtungssatellit oder so. Warum sehe ich keine Entfernung? Ich will jetzt auch nicht draufklicken, dann schieße ich, ne? Muss ich noch ein bisschen näher ran? Ich möchte auch nicht dagegen dotzen. So, vielleicht mal R, E. Ah ja, E zum Auswählen. Ich rufe sie erstmal, bevor ich andocke. Noch bin ich nicht an Bord, aber gleich. Andocken. Gut. Ab in die Luftschleuse und an Bord. Ich hoffe, Wladimir hat einen guten Wodka dabei. Ich hoffe, das ist in ein paar hundert Jahren noch nie ausgestorben. Das ist doch alte Weltraumtradition, oder? Wenn man hier einen Gast begrüßt. Das hat Spaß gemacht. Was jetzt? Das hat Spaß gemacht? Hey. Womit soll ich anfangen? Na gut, jetzt habe ich ja schon angefangen. Trotzdem hole ich mir jetzt seine Meinung nochmal ab, obwohl ich schon angefangen habe. Es ist alles wichtig. Aber schnapp dir zuerst Barrett. Er ist nicht nur ein alter Freund. Er war schon überall in den besiedelten Systemen. Okay, dann habe ich schon nicht gemacht, was sie wollte. Ach cool, hier. Mit dem Ausblick. Sind wir jetzt hier geostationär oder auf was für eine Umlaufbahn sind wir denn hier? Das sähe bestimmt noch schöner aus, wenn der Planet von der Sonne angestrahlt werden würde. Trotzdem schick hier, dass wir hier ein bisschen auch Aussichtsplattformen haben. Und offensichtlich können hier auch mehrere Schiffe gleichzeitig angedockt sein. Wenn ich die Schleusen hier richtig deute. Und es steht ein Haufen Klimps in der Gegend rum. Und hier geht's nicht weiter. Baustelle. Schade. Okay, dann wieder zurück
Bis er an irgendeiner Stelle, wo wir in Richtung Mitte laufen können. Nein. Genug gelootet die letzten Folgen. So, hier lang also. Okay, Crewquartiere. Fertigungsstätten oder so. Hallo Wladimir. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Von wegen Neuling, ich war ein Space Miner. Neuling an Deck, so reden nur Piraten, oder? Freut mich, Wladimir. Auch er lächelt so schön, trotzdem. Ehrliche Arbeit ist aller Ehren wert. Diese Ehre hatte hier nicht jeder. Wir haben alle eine eigene Geschichte. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Jemand hätte ich holen sollen. Das passiert mir auch manchmal, dann vergesse ich die Zeit. Durch das Auge gespäht? Ist das wieder so ein Piratending? Ja, es hätte jemand einfach aufzeichnen können. Das verstehe ich ja hier nicht, ne? Bei all der modernen Technik. Manchmal ist halt... Ja, es sind solche Dinge auch der Dramaturgie der Geschichte geschuldet. Den habe ich mir selbst ausgedacht. Wir nennen diese Sternenstation das Auge. Sie ist wie ein riesiges Teleskop. Hab schon immer lieber alleine gearbeitet, selbst unter Freunden. Doch diese Gruppe hier ist anders. Niemand im All taugt für dieses Rätsel mehr. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graphantrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Okay, verstehe. Naja, trotzdem könnte man da noch wertvolle Hinweise sehen. Der Scan kann noch so gut sein. Das Licht ist nur so schnell, wie es ist. Letzten Endes erfassen wir keine Planeten, sondern nur deren Strahlung. Die ist Jahre hierher unterwegs. Und all das Rauschen der interstellaren Materie da draußen erschwert die Eingrenzung. Wir können dir nur geben, was wir haben. Das ist richtig. Gut. Gut zu wissen, dass das Licht in Zukunft noch genauso schnell ist wie heute. Vertrau mir, das ist keine Zeitverschwendung. Eine bessere Spur haben wir nicht. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Okay. Noch ein Neuling bei der Constellation, der sich einen Namen machen will. Sie arbeitet gern alleine, was ich verstehen kann. Darum passe ich auf sie auf. Andrea, interessanter Name, zumindest bei der Schreibweise. Ja, hör auf dich zu sorgen, Wladimir. Wenn sie da draußen ist, finden wir sie. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Danke, danke. Ich wusste gar nicht, dass Crimson Fleet-Mitglieder in Rente gehen können. Wie komme ich drauf, dass er ein Crimson Fleet-Mitglied sein könnte? Das weiß ich doch noch gar nicht. Erfahre ich bestimmt erst, wenn ich sage, wie bist du zur Constellation gekommen, oder? Mal die Gelehrten zur Centaurus-Erklärung gekitzelt? Dem Vertrag, der jedem Menschen das Recht gegeben hat, die Sterne zu kolonisieren? Wurde von einem Dummhirn von Crimson Fleet Neuling gestohlen, der seinen Namen auf Captain wechseln wollte. Sah hübsch aus über meinem Stuhl, als könnte ich die ganzen besiedelten Systeme pflücken. Die Zeit tanzt ihre Jahre vorwärts und ich bin im Ruhestand. Da spaziert unsere Sarah Morgan in die Geschichte, Feuer in den Augen und den Kopf voller Infos, die ich mit harter Arbeit Mühe begraben hatte. Natürlich kuschelte die Centaurus-Erklärung nicht einfach in meinen Taschen. Sie gehörte dem Schiff und ihrem neuen Captain in der Fleet, die ich gerade verlassen hatte. Hab dein Ohr lange genug gespitzt, aber kurz zusammengepackt. Sarah und ich haben das Abkommen den Besitzern zurückgebracht. Und ich bin geblieben, um die Mission mit eines alten Piraten Weisheit zu würzen. Sehr gut gewürzt.
Und wie kommt es, dass man dich halt gehen lassen? Seit wann können denn Piraten in Rente gehen? Tun sie normalerweise auch nicht. Ich stehe bei Fortuna tief in der Kreide. Ist eine lange Geschichte, um dein Ohr damit zu spitzen. Aber besuch mich doch mal in meinem Haus draußen im Sternenmeer. Ich wollte dort meine Lebensfinsternis verbringen, aber die Constellation hat mich mitgespült. War nicht mehr dort, seit wir auf dem Auge arbeiten. Falls du hinkommst, mach das Licht aus, wenn du wieder gehst, ja? Seltsame, nicht einfach nur altertypliche, nicht nur altertümliche Formulierungen hat er, sondern welche, die ich noch nie gehört habe. Was? Seine Abendsdunkelheit? Du meinst wohl deinen Lebensabend, oder? Ist das nur eine komische Übersetzung oder ist das Space Pirate Speech? Ich weiß es nicht. Na okay, dann kümmern wir uns doch um die Mission und suchen seine Freundin, würde ich sagen. Finde Andrea, begib dich zum Planeten Piazzi 4, begib dich zum Planeten Sumati. Gut, er hat zwei Orte genannt, wo wir Andrea vielleicht finden könnten. Na dann ab. Meiner Begleitung hat auch irgendwas gefallen. Wahrscheinlich, dass ich nach Andrea Ausschau halte. Okay, dann direkt ins Cockpit. Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Was? War das eine Aufforderung? Warum sagt Sarah zu mir noch Zeit für ein Nickerchen? Die Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Über dich schreiben, nachdenken und reden. Das sind doch schon drei. Das sind wirklich genug. Ich leg mich mal hin. So, 4 Stunden. Nee, 6 Stunden. Gute Nacht. Um vielleicht auch mal ein bisschen Lebensenergie wieder aufzutanken. Das schadet sicherlich nicht. Ich bin eine Motte. Du schläfst wirklich du, wie ein Stein. Das Licht. Ich bin ein Magnet. Du, der Kühlschrank. Du liebe Zeit. Hey du. Okay, gucken wir mal. Wir müssten ja 2... Questmarke haben. Da ist Narion. So, Bissel, Piazzi. Okay, ich denke, ja, wahrscheinlich hat das Spiel das auch so vorgesehen. Erst nach hier und dann nach dort von der Entfernung her. Da halten wir uns auch mal dran. So, Kurs festlegen. Kurs festlegen. Was? Reise nicht möglich? Was? Während das Schiff angedockt ist. Ach so. Okay. Dann docken wir erstmal ab. Kleine, aber feine Station. Wir sind frei und flugbereit. Okay, ich lenke schon mal Energie auf den Graf-Antrieb. So, und dann nochmal. Auf nach Narion. Und Sprung. Das hast du schon öfter gesagt. Na gut. Wir haben das Auge gesehen und sind jetzt auf der Suche nach Andrea. Hey, Kontakt Charlie 3. Das bist du. Hä? Charlie 3. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Hi, Charlie 3. Das ist meine gute Tat für heute. Mach einen Bogen ums Altair-System. Einen großen. Okay.
heiße nicht Charlie. Ich kenne so viele Leute und ich habe aufgegeben, mir ihre Namen merken zu wollen. Du bist also der dritte Charlie, mit dem ich heute rede. Freut mich. Klar. Ich mache also meine Runde. Vorratslieferungen und so. Und die führt mich ins Altair-System. Und Junge, Junge. Dort wimmelt es nur so von Spacern. Und ständig dieser Notruf. Dort geht's ganz schön ab. Und wir, die wir dort nicht unbedingt hin müssen, wir bleiben brav zu Hause. Da, wo wir sind. Stimmt's? Bin mir nicht ganz sicher. Der klang schlimm. Echt schlimm. Aber ich hatte eigene Probleme. Musste schnell abhauen, bevor die Spacer meinen Grafantrieb zerstören konnten. Tut mir leid, aber diese ganzen Weltraumkämpfe sind nichts für mich. Sagt er denn hier in der Nähe? Ich muss mir mal überlegen, ob ich dem Notruf vielleicht nachgehe. Ich habe den Grafantrieb angeworfen und mich vom Acker gemacht. Aber ja, Glück. Tschüss, Charlie 3. Du bist der beste Charlie 3 in dieser Woche. Vielleicht einen Tee? Neue Mission, Feuerprobe. Lass mich die mal aktiv schalten. Aber mal kurz in den Log gucken. Ein Händler hat erwähnt, dass es einen Notruf gab. Ja gut, der Notruf hat Priorität, ne? Obwohl eigentlich könnte es mir ja egal sein hier als Space Miner und Constellation Mitglied. Naja, ich werde mir das mal bis zur nächsten Folge überlegen, ob wir dem Notruf nachgehen oder ob wir weiter der Hauptstory folgen. Aber vielleicht könnte sich das zu einer ganz interessanten Geschichte ausmalen, wenn ich nicht zerschreddert werde in dem System. Das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Gut, kommt Zeit, kommt Rat, kommt nächste Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.